Herzlich willkommen zu Auf Life and Land, wo der gute Dennis, wo haben wir ihn denn? Er ist jetzt, glaube ich, hier gerade zum Abkühlen gegangen. Yo, er komplett überhitzt ist, hat sich irgendwie ein bisschen am Feuer verbrannt. Ich weiß nicht, was er da wollte, was er da angestellt hat. Da muss er sich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Nein, nee, geht direkt wieder zum Feuer oder was? Ja, liefert hier ein bisschen Gemüse ab, ein bisschen, ein paar Früchte. Na gut, schauen wir mal. Oh, und hier kommt wieder ordentlich Getreide rein. Sehr schön. Also, das mit der Getreideernte läuft eigentlich ganz gut. Auch die anderen Sachen sieht eigentlich ganz gut aus. Es wäre eigentlich ganz praktisch, mal wirklich von hier hinten irgendwie Getreide zu ernten, aber an das Feld, da kommt halt keiner ran. Leider. Und hier haben wir tatsächlich auch gar nicht so viel Getreide, ne? Ist ja auch interessant. Ich würde mal sagen, wir packen hier noch ein weiteres Weizenfeld hin. So, hier direkt davor. Drei Stück. Und ich werfe noch einen Blick aufs Wasser. Das sieht immer noch sehr gut aus. Ich würde sagen, da hat sich noch nicht wirklich was getan. Das finde ich sehr schön. Hier hat sich leider auch noch nichts getan. Hier hat sich auch noch nichts getan. Ist ja auch egal. Und hier wird immer noch nicht gearbeitet. Wo ist Sunny? Da kommt Sunny. Kann das sein? Nee, das ist nicht Sunny. Sie läuft zur Baustelle auf jeden Fall. Ist das doch Sunny? Ja, doch, das ist Sunny. Okay. Ja, das ist ihr Laufweg. Okay. Ja. Frag mich nur, warum der hier. Ach so, die sind deswegen weiß, weil da mehrere überlagert sind. Deswegen sind die dann weiß angezeigt. Okay. Gut, Sunny ist da, arbeitete gleich. Und hier wird auch schon gearbeitet. Sehr gut. Der Stefan kümmert sich schon darum, dass wir hier auch schon ein paar Steine bekommen. Sehr ordentlich macht er das. Damit wir hier auch wirklich dann bald genügend Ressourcen haben. Für natürlich die Töpferei. Für die Jagdhütte, für den Stall, das ist da alles dann fertig und bereit für. Die Jagdhütte braucht verdammt viel Holz, das ist schon heftig. Und 35 Steine, also die ist fast so teuer wie das Ding hier. So, Hallöchen, da sind wir, Personal. Ich würde sagen, wir packen hier natürlich rein. Wo ist er denn? Achso, Walli ist anscheinend schon. Nee, warte mal. Wer war denn das? Wer war denn das? Wer war denn das hier, achso, Sunny, klar, Sunny sollte das machen. Sunny soll das machen, ist ja logisch. So, Sunny, rin mit dir, du darfst hier gleich arbeiten. Meine Güte, war ich hier ein bisschen verwirrt. Lagerkapazität erhöhen, Sammelgeschwindigkeit erhöhen auf jeden Fall. Und Tragekapazität wäre auch gut. Vorsorglich natürlich, also vorrangig Getreide holen, ist ja klar. Und dann schauen wir weiter, was danach passiert. Okay. Sunny hat den Job da getan. Oh, da ist ein Hirsch. 400 Fleisch kriegen wir aus so einem Hirsch raus. Das ist schon heftig. Heftige Nummer, das ist schon ordentlich. Jetzt gucken wir, was als nächstes gebaut wird. Luca geht erstmal wieder angeln. Wird auch Zeit, gibt wieder keine Fische mehr. Was macht die Erika? Die geht etwas trinken. Okay. Dann soll die mal ein bisschen was süppeln. Und hier gibt es immer noch genügend Tücher und es gibt immer noch ganz gut Brot. Aber wir sind ein bisschen runtergekommen. Es ist jetzt nur noch 2,2 Tage Essen. Also gut, wir waren ja schon wieder ein bisschen niedriger, aber trotzdem. Ist noch nicht wieder ganz auf dem Stand wie vor einem Tag. Und was wird hier? Sucht Nahrung. Fällt Bäume. Okay. Hat er kurz Nahrung gesucht und dann. Also, es ist ja verwirrend. Verwirrend. Jetzt wird hier Ware geliefert. Wahrscheinlich werden Steine abgeholt. Würde ich mal vermuten.
für die Töpferei oder aber für, na gut, für den Stall kann ja eigentlich nicht sein, ne? Oder, ah, vielleicht der Weg nach hier drüben zum Holzfäller. Das kann sein. Ne, holt tatsächlich Steine ab hier. Okay. Holt hier Steine ab. Hat jetzt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Steine. Mhm. Die kommen dann zur Jagdhütte wahrscheinlich direkt. Die werden dann direkt zur Jagdhütte gebracht. Okay, also die Jagdhütte wird mittlerweile auch in Auftrag gegeben und da wird dann auch bald gebaut. Okay, gut. Na komm, na echt, kommen dann ein Haufen Steine zusammen. So, Walli liefert auch Rohstoffe, die hat ein paar Pilze. Und der Stefan, wo läuft der gerade rum? Wo rennt der gerade rum? Ich sehe ihn nicht. Wo läuft der? Der läuft hier im Kreis, wie mir scheint. Der läuft hier immer im Kreis. Wo ist er denn? Wie war es nochmal? Folge dem Ziel. Ah, da läuft er. Okay. Okay. Er holt sich jetzt hier wieder ein paar Steine. Okay, nachdem hier die Steine weg sind, geht er natürlich zu seiner vorrangigen Baustelle. Zu seiner Arbeitsstelle hier und arbeitet hier sich nochmal ein paar Steine weg. Okay, sehr schön. Das läuft also. Die Frage ist, wann wird der Stall fertig? Was ist wichtiger, Jagdhaus oder Stall? Hm. Und was passiert mit den ganzen anderen Gütern? Wann werden die Bretter abgeholt? Wann werden die Bäume hier gebaut? Die dürften eigentlich relativ schnell gehen. Es dürfte eigentlich alles relativ fix gehen. Oh, da kommt eine Kuh vorbeigeschneit. Ach, das ist ja super. Da kommt eine Kuh. Hallöchen. Oh, mit 180 Milch darfst du sehr gerne mal vorbeikommen hier. Da habe ich gar nichts dagegen. Und Bretter werden hier wieder gesägt. Mhm. Also es ist ein sehr langsames Spiel. Das habt ihr ja schon mittlerweile gemerkt. Es ist sehr wirklich auf Gemütlichkeit. Man hat dadurch auch genug Zeit vorauszuplanen. Man sieht ja, was wie grob miteinander reagiert, worauf man achten müsste, achten könnte. Und dann können wir auch rechtzeitig uns eigentlich darauf vorbereiten, dass wir zum Beispiel viel Nahrung herstellen müssen, weil wir wissen, es dauert auch eine Zeit, bis die fertig gemacht ist. Und gerade so Gebäude, bis die gebaut sind, oh, das dauert. Und dann laufen die im Prinzip mehr hin und her, um dann irgendwelche Sachen von A nach B zu bringen. Zum Beispiel der Dennis, der jetzt hier erstmal ein bisschen Fleisch holt und sich gerade ein bisschen abkühlt, weil ihm anscheinend ein bisschen warm ist. Schon wieder zu viel hier am Feuer rumgerannt. Liefert jetzt hier das Fleisch ab. Mhm, rohe Fleisch, ja. Hat natürlich weniger Kilokalorien, aber mehr Wasser drin. Okay. 100 Gramm Fleisch, 100 Gramm Fleisch. Ach so, Oh, ah, nee, Quatsch, das ist ja hier das Brot. Das ist ja hier das Brot. Wie ist das gebackene Fleisch? 230 Kilokalorien. Trotzdem mehr. Aber guck mal, 60 Gramm. Das ist natürlich dann auch kein Wunder. Deswegen bringt das Fleisch auch nicht ganz so viel, weil es ja auch nur 60 Gramm sind. Das Brot sind 100 Gramm. Ja gut, 100 Gramm Brot esse ich schon mal am Tag, ne? Das kriege ich schon mal hin. Oder auch 300. Da kriegt man schon ein bisschen was von gefuttert. Also hier wird jetzt wieder gearbeitet, werden wieder Steine gehauen. Ansonsten dauert das mit dem Bau von den Gebäuden im Moment noch. Da sind wir nicht so wahnsinnig schnell. Hier wird auch nicht gearbeitet. Wo ist denn die Sandy? Hm. Die liefert erstmal Waren ab. Bist du Sandy? Nee. Wo ist Sandy? Wo ist Sandy? Immer diese Sandy. Ach, die läuft. Warum läuft die denn hier hinten lang? Die hat doch. Die muss doch hier arbeiten. Die muss was tun. Die muss man ja richtig hier sich anstrengen. Muss ja bei den Getreidefeldern hier richtig schön Getreide einsammeln. Gibt's ja wohl nicht. Stattdessen schleppt ihr ja so ein paar Pilze rum.
Als würde das jetzt hier effektiv sein. Na, ich weiß ja nicht. Ah, der Luca, der läuft noch rum, der muss aber auch bald schlafen gehen. Und es hat auch noch immer niemand die Klamotten hier reingebracht. Warum nicht? Was habt ihr denn zu tun? Was ist denn wichtiger hier, als euer Apartment erstmal ein bisschen schöner zu gestalten? Kriegen die nicht hin, ne? Der liefert jetzt auch erstmal Getreide irgendwo von A nach B. Heieiei. Also es mit den Jobs ist noch ein bisschen unklar für mich. Weil die Leute teilweise trotzdem irgendwo rumlaufen, wo sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Und dann bringen sie irgendwelche Sachen von A nach B, die aber auch gar nicht priorisiert werden sollten, weil es gar nicht so wichtig ist. Und dann gibt sie Walli, ja gut, die läuft jetzt gerade hier rüber, um das Feld zu bauen. Und toll, da stehen noch, da sind noch ein bisschen, ein paar Sachen zu machen. Ja, der ist erstmal wieder schlafen, ja genau. Hat jetzt hier ordentlich gearbeitet und geht jetzt erstmal wieder pennen. Richtig so. Wir haben hier auch noch ganz gut Wasser. Ja, dann geh mal schlafen. Wie sieht's hier aus? Da fehlen natürlich immer noch eine Menge Güter. Es hat sich nicht so viel getan, ne? Also ich habe dieser Tag gefühlt ging einfach so vorbei, ohne dass was passiert ist. So, wir machen jetzt mal die Geschwindigkeit hoch. Bzzzt. Oh. Ist schon wieder 7 Uhr morgens, sind schon wieder alle Leute wach. Sind schon wieder alle Leute wach. Da wird schon wieder Brot gebacken. Wir sind jetzt unter 2 Tagen, was die Nahrung angeht, aber die Leute stellen jetzt hier auch erstmal ordentlich was her. Da werden jetzt Bretter gesägt. Sind wir mal gespannt. Also es dauert schon verdammt lange, bis ein so ein Brett gesägt ist. Ihr seht ja, das springt überhaupt nicht um, das Ding. Aber bin gespannt, was dann gleich passiert. Dann springt wahrscheinlich, ich will mal gucken. Das Brett springt dann wahrscheinlich auf 28 Uhr und Feuerholz vielleicht auf 73 oder 74. Oh ne, um 1. Okay, auf 72. Okay, also aus einem Baumstamm kriegen sie dann... Oh nee, nicht aus einem Baumstamm. 4 Baumstämme hat das gekostet. What? 4 Baumstämme. Wow, okay, das ist natürlich heftig. Das ist mal eine Nummer. Das ist mal echt eine Nummer. Oh, und hier wurde auch mal ein bisschen Holz dazu gewonnen. Sehr schön. Hier werden Pilze geholt. Dann kriegen wir natürlich auch bald wieder Baumstämme. Hier werden wieder Steine rausgeholt. Sehr gut. Gibt es dann wieder Zuwachs an Steinen. Der Stefan baut ein paar Steine. So, wie sieht das hier aus? Am Nähtisch ist ja erstmal gar nichts zu tun. Dennis hat sonst nur an der Feuerstelle gerade zu tun. Er hat eine Arbeitslast von 96%. Okay. Bringt anscheinend gerade irgendwelche Baumstämme irgendwo hin. Aber zumindest nicht hierhin. Zumindest noch nicht dahin. Ein Tuch wird gerade geliefert. Wahrscheinlich wird das hier... wird hier benötigt. Da wird es wahrscheinlich gerade hingebracht. Und Luca rennt jetzt erstmal zum Fischefang. Nee, wo bringt er das denn, das Tuch? Ach, hier oben. Ja, okay. Hier, um die Tragekapazität zu erhöhen. Okay, gut, verstehe. So, dann wurde hier Getreide geerntet. Und die Getreidekörner sind aber noch nicht ausgedroschen. Aber die Felder stehen, die wachsen dann bald. Wachsen im Moment noch langsam, weil hier noch nicht so viele Nährstoffe sind. Der Schmutz in der Luft ist einfach noch nicht da. Es ist noch nicht dreckig genug in der Luft. Ja, müssen wir noch ein bisschen mehr für sorgen. Ach, hier sind auch 280 Steine. Das ist ja krass. Oh, hier auch! Ach Gott, wie können in diesem kleinen Steinhaufen so viele Steine sein? Ach Gottchen, da kann ich hier unten ja locker ein Steinmetz hinsetzen. Ach Wahnsinn, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber hier so den Steinmetz. Ach Gottchen, das gibt's ja gar nicht.
So viele Steine. Zerköpfe. Okay, da können wir ja tatsächlich überlegen, dann nochmal irgendwo irgendwelche anderen Verbesserungen reinzupacken, die uns dann mit Steinen nochmal irgendwas Tolles ermöglichen. Tragkapazität ist egal. Wo hatten wir noch was mit Steinen? Hier irgendwo, ne? Hier drin? Ne, Tonwaren, Gras, Möbel. Da. Gesamtholzverbrauch, damit Wärme gezielt eingesetzt wird. Ja, das Wohnhaus braucht anscheinend auch irgendwie wenig. Das verbraucht auch Holz anscheinend. Irgendwie. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das noch alles wird, was wir da alles noch verbessern können. Aber hier, also hier läuft das echt gut. Der Wald hier ist soweit sehr entspannt. Hier wird gut gearbeitet. Hier könnten wir überlegen, noch ein paar weitere Bäume anzubauen. Damit hier der Wald auch noch ein bisschen größer wächst. Aber an sich sind hier auch mehr als genügend Bäume. Da kriegt man schon gut was raus. Wäre eher hier so ein bisschen in Nachteil. Denn hier haben wir nicht ganz so viele Bäume. Frage ist, kriegt man einen Weg hier rüber hin? Wo war der Weg? Weiß ich gar nicht. Aber kann man hier einen Staubwehr hinsetzen? Nee. Aber hier könnte man einen Staubwehr hinsetzen. Ja, okay. Wir könnten hier den Fluss dann aufstauen und dann alles unter Wasser setzen. Der Eingang scheint blockiert zu sein. Ja, okay, da kommt dann niemand hin. Was ist das jetzt? Was? Petra ist heiß. Warum ist Petra heiß? Weil Petra zu lang am Feuer stand. Ah, natürlich. Natürlich. Das ist ja ganz wichtig. So, was macht die Sunny wieder? Die liefert wieder irgendwelche Sachen von A nach B. Ich habe keine Ahnung, was die macht, aber sie macht nicht das, was sie machen sollte. Denn sie arbeitet nicht hier. Oder kommt sie da nicht rein? Doch, da kommt sie rein. Das ging ja vorhin auch. Sie hat ja da auch schon 10 Getreide abgeliefert. Die macht einfach nur irgendeinen anderen Schnick, den sie halt gar nicht zu tun, den sie gar nicht machen muss, weil warum auch immer. Wir haben sehr viel Brot, wir haben nicht sehr viel Fleisch, das Feuer ist ausgegangen, 3 von 2 Zutaten sind verfügbar, das ist auch ganz wichtig, dass wir 3 von 2 Zutaten haben. Da, und was möchtest du? Keine Ahnung, was er will, der Vincent. Auf jeden Fall sind die Bedürfnisse noch nicht ganz erfüllt. Er möchte nicht dreckig sein, das ist okay. Und er braucht ein Gemeindezentrum. Ja, das fände er schön. Das fände er ganz toll. Ich bin mal gespannt, wann wir hier weiterkommen. Wann wir auch eine größere Siedlung kriegen, wann wir mehr Leute in unsere Siedlung kriegen. Es könnte alles noch ein bisschen dauern. Und irgendwie tut sich auch nach wie vor an dem Bau der Gebäude nichts, ne? Hier wird nirgendwo was hingeliefert. Die 10 Äste liegen da doch auch schon ewig rum, oder? Tut hier irgendjemand irgendwas, was mit Bauaktivitäten zu tun hat? Oder gehen die den ganzen Tag nur rum und hauen Steine, fällen Bäume, sägen Bretter? Also sind jetzt ja schon gut mit Brettersägen beschäftigt. Aber sonst passiert halt irgendwie nicht viel, ne? Sind alle nur am Essen holen. Mehr passiert ja nicht. Ah, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, muss ich ja echt sagen. Das ist ja jetzt ein bisschen sehr merkwürdig. Hier werden jetzt erstmal Pilze geholt, okay. Ja, weil die Baumstämme gehen ja weg. Die Baumstämme werden jetzt gerade abgeholt. Damit hier wieder ein weiteres Brett gesägt werden kann. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das soll ja so sein. Nur, was wird sonst dann gemacht? Irgendwer muss doch irgendwo hier was anderes Schönes machen. Hm. Haben wir noch ein bisschen Fleisch abgeholt. Hier haben wir bald die 10 Steine wieder voll. Ja gut, es dauert natürlich. Es dauert schon, bis die 10 Steine voll sind. Verarbeitungsgeschwindigkeit plus 1, das könnte man sich tatsächlich überlegen, doch anzuschmeißen. Damit es hier einfach schneller geht.
Aber an sich, es hetzt uns keiner, was die Steine angeht. Es hetzt uns ja keiner. Wir können einfach sonst mehr Leute auf Steine schieben und dann passt das auch. So, was hast du gemacht, Erika? Du hast hier vorne... Wo warst du denn ganz? Ach, hier oben. Okay. Wir haben hier erstmal die Grube angefangen zu beliefern. Warum auch immer, die hatte jetzt eigentlich nicht die höchste Priorität. Da gäbe es eigentlich ein paar andere Gebäude, die jetzt ein bisschen wichtiger werden, die auch schon ein bisschen länger im Bau sind eigentlich. Aber gut. Wir machen, was kommt. Wir lassen uns einfach überraschen. Die sollen wir machen. Und sobald hier die Steine fertig sind, sind wir sowieso ganz happy. Und ich würde sagen, wir beenden hier die Folge erstmal wieder. Zeit ist soweit rum. Den Leuten ist viel zu heiß, warum auch immer. Sollen sie nicht so lange am Feuer aufhalten. Aber wir schauen mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.